ein Geschenk für dich. Für euch. Oh, wie nett. Ich sage sie direkt meinen Freunden. Ja, tschüss. Tschüss. Guck mal, die neue Nachbarin war da und hat uns eine neue Puppe geschenkt. Wow, wie schön. Aber die hatte so ein komisches Kleid an. Ach, das ist menschlich. Viele Leute haben komische Kleider an. Wir werden wieder kommen. Ich mach das Fernsehen aus. Ja, ist wohl besser so. Das Licht ist kaputt. Ich rufe morgen den Techniker an. Heute erreicht man da keinen mehr. Was macht die Puppe hier? Erst 2 Uhr. Ich gehe wieder schlafen. Das war eine verrückte Nacht. Ja, das stimmt. Ich konnte fast nicht schlafen. Ich hab Hunger. Ich glaube, ich mache mir eine Pizza. Wollt ihr auch ein Stück? Ja. Ja. Lass uns erst mal Hände waschen gehen. Okay. Janina, hast du die halbe Pizza aufgegessen? Nein, ich bin doch gerade eben mit euch reingekommen. Du viel fragst. Das stimmt nicht. Ich war das nicht. Oh, jetzt ist mir der Appetit aber vergangen. Warum knallte denn die Tür so laut? Typisch Janina. Bin ich jetzt wieder erwünscht? Geh mal die neue Pizza kaufen, wir haben doch Hunger. Ich habe eine neue Pizza gekauft. Ich backe sie gerade in der Küche auf. So, die Pizza ist im Ofen. Komm, wir spielen so lange Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnick, Schnack. Wow, was war das? Janina, was machst du für eine Unordnung? Das sag ich, das war bestimmt die Kleine. Schieb es nicht auf die anderen. Was macht die Puppe hier? Schon wieder so spät. Lass mich schlafen gehen. Okay. Gute Nacht. Nacht. Wer bin ich?
geschenkt bekommen habe. Unsere Nachbarin ist eine Hexe, sie hat mich verhext. Ich muss mich erstmal setzen. Wir müssen die Hexe zur Rede stellen. Wer ist da? Die Nachbarn. Was wollt ihr? Wir müssen reden, sofort. Wieso schenkt uns so eine verhexte Puppe? Weil ich keine Freunde habe. So kriegst du nie Freunde. Können wir es zu Hause bei euch klären? Ja, lass uns drüber gehen. Kannst du das Monster nicht schnell lebensmonster verwandeln? Klar, aber es ist ganz schwer. Versuch es doch einfach.